Barriere waren, die Sie hier auf der Art Fair Mannheim sehen können, ist Teil einer Serie mit dem Titel Fragments. Fragments beschäftigt sich mit der Überlegung, was passiert, wenn Licht unterschiedlichen Ursprungs am gleichen Bild arbeitet. Eine Fragestellung, die in einigen meiner Serien zum Ausdruck kommt. In diesem Fall ist es neben der Verbindung unterschiedlicher Orte auch die Verbindung von Kunstlicht und natürlichem Licht im selben Bild. Zunächst entstehen die architektonischen Außenaufnahmen und in einem zweiten Schritt die Aufnahmen der Schaufensterpuppen im Studio. So werden die verschiedenen Orte und Lichtsituationen zu einem harmonischen Ganzen zusammengefügt. So viel zur formal-ästhetischen und technischen Herangehensweise. Neben dem bereits in der Entstehung der Aufnahme aufgegriffenen integrativen Moment, zwei Orte gleichberechtigt am selben Bild arbeiten zu lassen, kommt bei der Aufnahme Jerewan ein weiterer Aspekt hinzu. Dieser Aspekt betrifft den konkreten Aufnahmeort, der in diesem Fall nicht nur grafischer Teil des integrativen Moments des Bildes ist. Bei Zizernakabert handelt es sich um die zentrale Gedenkstätte des Genozides am armenischen Volk. Solche Impulse des Nach- und Gedenkens, die über das optische Erfahren des Bildes hinausgehen, finden sich auch serienübergreifend in meinen Arbeiten. Dies zeigt die enge Beziehung, in der die einzelnen Werkgruppen zueinander stehen. Die Abzüge für diese Serie mache ich auf traditionellem Aqua MCC Silberhalogonit Baritpapier, da jeder Moment nur einmal existiert in der Auflage 1. Die Größe des Abzugs von 40 auf 50 cm greift das Negativformat von 4 auf 5 Inch auf. Die Arbeit ist vollformatig kaschiert und mit einem 70 auf 80 cm großen Passepartout versehen und die zerschnittenen Originalnegative auf der Rückseite mit eingearbeitet. Damit schließt sich der Kreis der Bildentstehung über das Material bis hin zur Präsentation.